Wir waren am Wochenende auf einem Fest, bei dem Louis auch mitgemacht hat. Das gibt's relativ oft, dass die Kinder dann eben, dass man die anmelden kann vorher und dass die dann eben bei diesen Zeremonien so ein bisschen mitmachen können. Und in Louis' Fall war es jetzt so, dass die Jungen und Mädchen jeweils andere traditionelle Kleidung anbekommen haben. Die Kleidung wurde alles vom Schrein geliehen. Man musste das Ganze aber bezahlen. Ungefähr so 40 Euro hat das Ganze gekostet. 40, 50 Euro, je nach Umrechnungskurs. Und dann sind wir ungefähr 2 Stunden lang mitgegangen, zusammen mit dem Tengu und den Schreinpriestern, die dann das Mikoshi getragen haben, also diese schweren Wagen. Und da sind wir dann durch die Straßen gegangen, vom Schrein weg, wieder zurück zum Schrein und haben eben mit Louis zusammen an dieser Zeremonie teilgenommen. Und da wollte ich euch hier in diesem Video einfach mal ein paar Eindrücke zeigen. それであの行列の順番を整えていきます。はい、行きます。出発します。天狗さんにどなたか。 おもちゃちゃんと買ってあげるから。な？頭。全部終わってからやで。全部終わった？